herzlich willkommen zur Online-Preisverleihung der Delia Literaturpreise 2021. Mein Name ist Heike Abidi, ich bin die Präsidentin von Delia und ich freue mich darauf, diese Veranstaltung gemeinsam mit der Jurypräsidentin Petra Schier zu moderieren. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir und auch ich freue mich, dass wir heute in dieser Form die virtuelle Literaturpreisverleihung durchführen können. Delia, das ist die Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautorinnen und Autoren. Unser Motto lautet, wir machen Liebe. Unser Ziel, wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, über das schönste Gefühl der Welt zu schreiben und zu lesen. Ein Liebesroman ist mehr als einfach nur Unterhaltung. Denn ganz gleich, wen oder was wir lieben, was wäre das Leben ohne die Liebe? Um unser Anliegen in den Fokus zu rücken, verleihen wir jährlich den Delia-Preis für den besten deutschsprachigen Liebesroman und den besten deutschsprachigen Jugendliebesroman. Ja, genau gesagt vergibt Delia schon seit 2004 jährlich diesen bedeutendsten Literaturpreis im Genre Liebesroman. Dabei küren wir den besten deutschsprachigen Liebesroman und seit 2017 auch den besten deutschsprachigen Jugendliebesroman des Vorjahres. Die Delia Literaturpreise sind jeweils mit 1500 Euro dotiert. Und hochkarätig besetzte Jurys ermitteln je eine Shortlist, die dann traditionell am Valentinstag verkündet wird. Wir werden Ihnen im Folgenden die diesjährigen Finalisten vorstellen und anschließend bekannt geben, wer gewonnen hat. Allen Nominierten jetzt schon einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt wird es langsam ernst. Nun verleihen wir den Delia Jugendliteraturpreis 2021 für den besten Jugendliebesroman des vergangenen Jahres. Ja, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedern der diesjährigen Jury bedanken. Die Zusammenarbeit war wieder ganz wunderbar und natürlich auch sehr zeitaufwendig. Wir hatten 65 eingereichte Titel aus insgesamt 28 Verlagen und Imprints. Das sind zwar etwas weniger Titel als in den Vorjahren, wahrscheinlich wegen der derzeitigen Situation, aber immer noch eine ganz schöne Menge. Wir hatten eine ganz bunte Mischung an Romanen, die uns von den Verlagen eingereicht wurden. Und die Jury hat es sich nicht leicht gemacht, sondern sehr intensiv zusammengearbeitet, für und wieder abgewogen und die einzelnen Romane sehr, sehr genau unter die Lupe genommen. Dabei ging es auch schon mal hoch her, aber immer sehr konstruktiv und respektvoll. Also ganz so, wie die ideale Juryarbeit aussieht. Die Shortlist, die dabei entstanden ist, spiegelt die Vielfalt des Jugendliebesromans sehr schön wider, wie ich finde. Ich selbst hatte als Juryvorsitzende keine Entscheidungsmacht, sondern agiere mehr als Archivarin, als Vermittlerin zwischen der Jury, den Autorinnen und Autoren und den Verlagen. Und in unserer Diskussionsgruppe bin ich, falls gewünscht, dann auch schon mal als Moderatorin tätig. In dieser Eigenschaft war ich natürlich dann bei der Entscheidungsfindung hautnah dabei und fand sie unglaublich spannend. Ja, die Shortlist hast du ja eben schon erwähnt, liebe Petra. Und auf die sind wir jetzt alle sehr gespannt. Veröffentlicht wurde sie ja bereits am Valentinstag. Aber nun schauen wir ein bisschen genauer hin, denn die Mitglieder der Jugendbuchjury werden die Titel jetzt präsentieren. Wir sind gespannt. Hold Me Now von Julie Chappell, Oettinger Verlag. Zimmer mit Aussicht auf Meer. Ciao, Beauty and Lifestyle. Jessica kann es nicht fassen. Ihre Eltern schicken sie über den Sommer in das Hotel von Bekannten, damit sie dort als Zimmermädchen arbeitet. Jess vermisst ihr freies Leben und ganz besonders Mark. Dann nimmt Noah, der Sohn des Hotelbesitzers, sie mit auf einen Tauchgang. Schnell ist klar, Noah ist nicht irgendein Typ, sondern einer, dessen Berührungen Jess wie Stromstöße durchzucken. Doch Beziehungen zwischen Mitarbeitern im Hotel sind streng verboten. Die Meinung der Jury. Eine Liebe, die nicht zum Leben passt, die überrumpelt und auf die man sich nicht einlassen kann und dennoch muss. Was wie viele andere Bücher beginnt, wird zu einer spannenden Geschichte mit ungewöhnlichen Details, die das Buch zu etwas Besonderem machen. Locker fliegt der Leser zunächst durch die Seiten, um dann festzustellen, wie viel mehr hinter der atmosphärisch und amüsant geschriebenen Geschichte steckt. Ein Roman, der tiefgründig ist und gleichzeitig ganz viel Spaß macht. Für eine Nacht sind wir unendlich. Lea Koplin,
DTV. Der Klappentext. Ein Schritt nach England, ein Konzert am letzten Abend und nur eine Nacht, um die große Liebe zu erkennen. Die schönsten Liebesgeschichten schreibt das Leben, heißt es. Mit für eine Nacht sind wir unendlich, widerlegt Lea Koplin diese Aussage. Denn besser hätte es das Leben auch nicht hinbekommen. Anne Freitag. Als Jona und Liv bei einem Festival in England aufeinandertreffen, könnte das, was sie wollen, nicht unterschiedlicher sein. Doch dann beginnt es zu knistern. Und obwohl Liv von vornherein klarstellt, dass nichts laufen wird zwischen ihnen, und obwohl Jona sich einredet, dass das ganz in seinem Sinne ist, kommen die beiden sich immer näher. Nur wird Jona am nächsten Tag mit seinen Freunden zurück nach Deutschland fahren. Ihm und Liv bleibt nur diese eine Nacht, um herauszufinden, was da zwischen ihnen ist. Doch wie nah kann man sich kommen, wenn am nächsten Morgen alles vorbei ist? Und das sagt die Jury. Ein gefühlvoller Roman über eine schicksalhafte Begegnung und die Frage, ob und wann man eigentlich Liebe erkennt. Wie lange braucht man, um zu wissen, dass man jemanden liebt? In einer humorvollen, berührenden Sprache werden Konflikte überwunden und in den Schatten der Liebe gestellt. Ungewöhnlich, ehrlich und voller Tiefe. Das Buch ist wie Musik in einer Dauerschleife, wie Brausepulver auf der Zunge, wie Schokolade. Man bekommt einfach nicht genug davon. Für immer und dich, Anna Rosinger Fischer, IWI Verlag. Zwei Menschen, zwei Stunden, 30 Stationen und was danach geschah. Ein Scheißtag wie jeder andere auch, dachte Jonas jedenfalls. Doch als er an einem kalten Nachmittag im Januar ein Mädchen in der Berliner S-Bahn kennenlernt, ist es von jetzt auf gleich um ihn geschehen. Gemeinsam fahren sie weit, viel weiter als eigentlich geplant, und danach ist nichts mehr wie zuvor. Denn weder gelingt es Jonas, dieses Mädchen aus dem Kopf zu bekommen, noch ist an ihr jener schicksalhafte Tag spurlos vorübergegangen. Für immer und dich, so echt, so intensiv, so wahrhaftig und verrückt, wie nur die Liebe sein kann. Die Meinung der Jury. Ein Roman in einer sehr einfühlsamen Sprache, der keinen Bogen um Konflikte macht. Trotz aller Barrieren wächst dem Leser mit jeder Seite die Hoffnung auf die Liebe und das Happy End, was besonders an dem humorvollen und gefühlsintensiven Schreibstil der Autorin liegt. Eine Liebesgeschichte, die erfrischend frei von Kitsch und Klischees ist. Figuren, die sich in das Herz des Lesers schleichen und die mit jeder weiteren Seite vertrauter werden. So lange, bis er sich wünscht, er würde sie auch im echten Leben zu seinen Freunden zählen dürfen. Diese Liebesgeschichte ist erfrischend anders, ein bisschen verrückt und vielleicht gerade dadurch so echt. Das Gegenteil von Hasen. Anne Freitag. Heine fliegt. Der Klappentext. Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles verändert. Eines Morgens macht plötzlich eine Internetseite die Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz anderes Bild des beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben. Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar. Doch nach und nach kommt heraus, Gründe dafür hätten einige. Das sagt die Jury. In einem detailverliebten, bildhaften Schreibstil mit hohem Wiedererkennungswert werden hier aktuelle Themen der Jugendlichen auf Augenhöhe erzählt. Mosaikartig, dabei spannend und authentisch. Viele Emotionen, brandaktuelle Themen
werden in diesem Roman zu einer spannenden Geschichte verwoben, die für schlaflose Lesenächte sorgt. Eine kluge und einfühlsam erzählte Geschichte über Sehnsüchte und Abgründe, über die Wahrheit, die für jeden anders sein kann, und über die Liebe, den Antrieb für alles. Michaela Castell, Cella Fucking Bee, erschien bei Überreuter. Die 18-jährige Sani hat bisher ein wildes, freies Leben geführt, bei dem Partys, Alkohol, Drogen und Sex auf der Tagesordnung standen. Mit dem Abitur in der Tasche interessierte sie nicht, was nach dem Sommer sein wird. Nico beschäftigt hingegen, wie er seinen strengen Eltern recht machen kann. Doch trotz aller Unterschiede verbindet Sani und Nico eine ganz besonders tiefe Freundschaft, die vor allem für Nico mehr als nur Freundschaft ist. Alles ändert sich, als die beiden unverhofft miteinander im Bett landen. Zum ersten Mal konfrontiert Nico Sani mit seinen Gefühlen und stellt sie vor die Wahl. Beziehung oder ein Ende der Freundschaft. Sani ist hin und her gerissen, empfindet sie doch auch mehr für Nico. Aber kann Sani für die Liebe wirklich ihre Freiheit aufgeben? Die Meinung der Jury. Ein Buch über Freiheit, Freundschaft und Liebe, jugendlich und ungewöhnlich erzählt. Denn muss man seine Freiheit aufgeben, um der Liebe einen Platz im Leben zu geben? Mit einer nahezu gnadenlosen Realitätsnähe und einer für das Jugendbuchgenre ungewöhnlichen Hauptfigur hat die Autorin bewiesen, dass sich auch kantige Geschichten, die dem Leser einiges an Eigenleistung abverlangen, durchsetzen können. In einer poetischen Sprache wird von dem Drahtseilakt der ersten Liebe erzählt. Wie stark bin ich selbst und wie viel bin ich bereit aufzugeben? Ein Buch wie ein Rockkonzert, laut, stürmisch und voller Lebensfreude. Luftschlösser sind schwer zu knacken. Von Antje Leser, Magellan Verlag. Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, als Jonas und Nika aufeinandertreffen. Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm einbricht. Nicht, weil sie etwas gegen ihn persönlich hat, sondern weil das ihr Job ist. Nika gehört zu einem Familienclan, der sich auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. Wenn sie nicht liefert, machen die anderen Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich wieder, zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass das Leben nicht nur aus Sackgassen besteht. Aber einfach aussteigen ist nicht. Plötzlich schwebt nicht nur Nika, sondern auch Jonas in größter Gefahr. Ein mitreißender Jugendbuchthriller über einen kriminellen Familienclan und die erste große Liebe, die alles verändern kann. Die Meinung der Jury. Das ungewöhnliche Setting dieses Romans findet sich nicht besonders häufig im deutschen Jugendbuch, erst recht nicht in dieser fundierten, erschreckenden Realitätsnähe. Ein sehr überraschender Roman, der einige schwierige Themen aufgreift und dennoch eine ausgezeichnete Balance zwischen Nachdenklichkeit, Hoffnung und Romantik erreicht. Eine ungewöhnliche Geschichte über die erste Liebe, verpackt in einen spannenden Thriller, der unter die Haut geht, der mitfiebern lässt und berührt. Ein besonderes Buch mit einer düsteren Atmosphäre. Und trotzdem gibt man die Hoffnung nicht auf. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Von Adriana Popescu, CBT, CBJ, Kinder- und Jugendbuchverlag. Drei Jugendliche, die Spuren der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Irgendwas hat dieser neue Samuel an sich, das Marie von Anfang an fasziniert. Und Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite nähern. Und mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich Theo, Maries jüngerer Bruder, der seit einem schrecklichen Ereignis vor über einem Jahr immer noch mit seinen Ängsten ringt und in der Schule mit seinem Mobber Andi. Marie, Samuel, Theo. Ihr Aufeinandertreffen bedeutet für alle drei einen Neubeginn, aber auch sich den Geschehnissen ihrer Vergangenheit zu stellen, denn Samuel trägt ein Geheimnis mit in diese neue Freundschaft. Die Meinung der Jury. Völlig ohne Klischees wird hier eine Geschichte über realistische Probleme und schwierige Themen auf Augenhöhe der Jugendlichen erzählt. Starke Charaktere und tiefe Emotionen zwingen den Leser zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Authentisch und dennoch leicht erzählt geht diese Geschichte unter die Haut. Die Liebe entfaltet sich in diesem Roman
wie ein gerade geschlüpfter Schmetterling und berührt den Leser mit einer zarten Hoffnung. Ein Roman, der gekonnt zum Nachdenken und Nachfühlen anregt. Christoph Scheuring, Sturm, erschien im Magellan Verlag. Eigentlich haben Nora und Johann nichts gemein, außer einer gegenseitigen tiefen Verachtung. Sie ist eine militante Klima- und Tierschützerin aus Deutschland, die bereit ist, zum Schutz der Lebewesen sogar Gesetze zu brechen und ins Gefängnis zu gehen. Und er ist ein junger, wortkarger Fischer an der kanadischen Küste, der jeden Tag Tiere tötet und sich auch gar nichts anderes vorstellen kann. Als ein Gericht Nora zu Sozialstunden auf seinem Schiff verurteilt, beginnen stürmische Zeiten. Zuerst nur zwischen den beiden, dann aber gerät das Schiff weit draußen auf dem Atlantik in den schlimmsten Hurrikan seit Menschengedenken. Dieser Sturm verändert alles, auch ihre Sicht aufeinander. Ein besonderes Jugendbuch, das vor der einmaligen Kulisse Kanadas Umweltschutz und Umweltaktivismus thematisiert. Die Meinung der Jury. Eine nachdenkliche Geschichte mit einer zarten Liebe, die eine große Figurenentwicklung auslöst, wird hier in hochaktuelle Themen der Zielgruppe eingeflochten. Eindrucksvoll zeigt der Roman den sorglosen und oft verantwortungslosen Umgang des Menschen mit der Natur. Themen wie Umwelt- und Klimaschutz werden in eine packende und rasant erzählte Geschichte verpackt, die zugleich voller Poesie über die Vielseitigkeit der Liebe, ihre schleichenden Wege, ihr überraschendes Auftauchen und ihre mutgebende Kraft erzählt. Sabine Schoder, Immer ist ein verdammt langes Wort vom Sauerländer Verlag. Manchmal verändert ein einziger Moment dein ganzes Leben. In Renas Fall die Sekunde, in der das Motorrad gegen den Baum krachte. Koma, Schmerzen, Gedächtnislücken. Doch Rena ist hart im Nehmen, war sie schon immer. Mit allem wird sie fertig, nur nicht damit, dass ihr die Liebe vor die Füße fällt. Buchstäblich vom Balkon der Wohnung über ihr. Denn dieser Junge, der ein grün gesprenkeltes und ein hellblaues Auge hat, stellt alles in Frage. Die Meinung der Jury. Der Roman vereint alles, was man für ein paar tolle Lesestunden braucht. Gut ausgearbeitete Figuren, eine komplexe Geschichte, ein lebendig beschriebenes Setting, Humor, eine Hauptfigur, die mehr als einmal Stärke beweisen muss und eine sprachliche Geschicklichkeit, die jede Seite zum Genuss werden lässt. Mit großer Leichtigkeit wird das problembeladene Leben der Hauptfigur durch die Liebe auf den Kopf gestellt. Vom ersten Moment an verliebt man sich mit ihr in den Jungen, der so positiv und fröhlich ist. Eine spannende Liebesgeschichte, ungewöhnlich, authentisch, mit viel Herz erzählt. Eine absolut mitreißende, wunderschöne Liebesgeschichte, die berührt und überrascht. Um 180 Grad, Julia C. Werner, Urachhaus. Lennart würde sich am liebsten in Luft auflösen. Weil er beim Graffiti-Sprühen erwischt wurde, muss er bei der schrulligen Frau Silberstein ein Jahr lang Lesepate spielen. Ein Lichtblick im Heim ist immerhin die hübsche Lea, die sich jedoch mehr für das Schicksal der alten Dame als für ihn interessiert. Frau Silberstein hat die Hölle von Auschwitz überlebt und Lennart wird klar, wenn er ihr nicht zuhört, tut es niemand mehr. Mut kosten ihn auch seine Versuche, Lea für sich zu gewinnen, denn es nagt noch etwas an seinem Gewissen, das er dringend wieder gut machen muss. Einfühlsam und spannend erzählt Julia C. Werner von einem Jungen, der viel cooler ist, als er glaubt, und von einem Mädchen, das auf seine innere Stimme zu hören vermag und davon, wie wichtig es ist, die Ereignisse des letzten Jahrhunderts nicht zu vergessen. Die Meinung der Jury. In diesem Roman wird nicht nur eine zauberhafte junge Liebesgeschichte gezeigt, sie wird vielmehr gekonnt mit realistischen und authentisch beschriebenen Figuren verbunden. Ein ungewöhnliches Jugendbuch, das als harmlose Liebesgeschichte beginnt, aber den ernsten thematischen Hintergrund überzeugend in seine Handlung einzuflechten weiß. Eine Geschichte mit einer wichtigen Botschaft, die nicht mahnend, sondern liebevoll und sanft daherkommt. Ein bewegendes Buch über die Liebe, die an unerwartete Stelle fällt. Eine Geschichte über Menschlichkeit gegen das Vergessen und Vorurteile. So, liebe Petra, die Spannung steigt. Jetzt wird es wirklich ernst. Ich möchte auch gern wissen, wer erhält denn dieses Jahr nun den Delia-Jugendliteraturpreis? Ja, du weißt doch aus früheren Preisverleihungen, dass ich das nie sofort verrate. Zunächst hören wir uns nämlich mal an, was die Jury über den Siegertitel zu sagen hat.
Sympathische Figuren, eine wunderbare Sprache und eine einzigartige Liebesgeschichte. Ein Roman so verwirrend, spannend, wundervoll und schmerzhaft, wie nur die erste Liebe sein kann. Eine ganz besondere Geschichte darüber, dass die Liebe macht, was sie will und nie planbar oder berechenbar ist. Manchmal fällt dir die Liebe einfach so vor die Füße und sie nimmt keine Rücksicht darauf, ob in deinem Leben gerade Platz dafür ist. Selten kann ein Roman alle Jurymitglieder gleichermaßen begeistern und überzeugen. Doch in dem Fall stimmen einfach alle Komponenten. Die Geschichte ist bis zur letzten Seite spannend, authentisch und ungewöhnlich und ihre Figuren bleiben noch lange im Gedächtnis. Die Liebesgeschichte ist mitreißend, wunderschön und sie berührt und überrascht. Zudem ist nicht alles in dieser Geschichte so, wie es zunächst scheint. Das Rätsel unbedingt lösen zu wollen, gipfelt nahezu in eine Sucht, noch eine Seite zu lesen und noch eine, so lange, bis man den Schluss verschlingt, ungläubig den Kopf schüttelt und das Gefühl hat, am liebsten sofort noch einmal von vorne anfangen zu wollen. Das klingt wirklich toll. Und jetzt verrätst du uns, welcher Name im Umschlag steckt. Ja, dazu muss ich diesen Umschlag, hier ist er, erst einmal öffnen. Ja. Der Delia Jugendliteraturpreis 2021 geht an Sabine Schoder für ihren Roman Immer ist ein verdammt langes Wort aus dem Sauerländer Verlag. Ganz herzlichen Glückwunsch. Auch von mir ganz herzliche Glückwünsche, liebe Sabine Schoder. Ich würde Ihnen jetzt super gern die Delia-Statue live auf der Leipziger Buchmesse überreichen, aber wir wissen alle, warum das nicht möglich ist. Wir werden uns demnächst mit Ihnen in Verbindung setzen und dann verabreden, wann und wie wir Ihnen die persönliche Siegerinnenurkunde und unsere wunderbare Delia-Statue überreichen können. Von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Mit dem zweiten Teil unserer Preisverleihung. Nun werden wir den Delia Literaturpreis 2021 für den besten Liebesroman für Erwachsene verleihen. Petra? Ja, auch hier möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bei der Jury bedanken. Auch hier wieder für die ganz tolle Zusammenarbeit und die vielen, vielen Stunden, die einzelnen Jurymitglieder mitlesen, mitberaten, mit Diskussionen zu verbringen hatten. Wir hatten dieses Jahr 191 eingereichte Titel aus insgesamt 45 Verlagen und Imprints. Das ist auch hier wieder etwas weniger als in den Vorjahren, wohl auch wieder der aktuellen Situation geschuldet. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr hoher Bücherstapel, würde ich sagen. Und auch die Auswahl war natürlich wieder entsprechend groß, unglaublich vielfältig und ja, die Entscheidung dementsprechend nicht einfach. Die Jury hat wirklich bis zuletzt mit viel Leidenschaft über die eingereichten Titel gesprochen, diskutiert, die Bücher sehr intensiv auf Herz und Nieren oder vielmehr auf die Liebe geprüft. Und dabei war die Zusammenarbeit immer eine große Freude für alle Beteiligten. Wie gesagt, hierfür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. So, wir werden jetzt auch wieder die Shortlist kennenlernen. Und zwar werden uns erneut die Jurymitglieder, die nominierten Bücher präsentieren. Das Glück ist zum Greifen da von Silvia Deloy. Aus und vorbei. Der Job bei einem hippen Kölner Start-up
ist in letzter Minute geplatzt und damit Annas Chance, in Deutschland bleiben zu dürfen. Der Vater ihrer Zwillinge ist unauffindbar, er tourt derweil als Hornist durch die Weltgeschichte. An freiwilligen Helfern fehlt es nicht, alle wollen, dass Anna und ihre Kinder in Deutschland bleiben. Nicht zuletzt der attraktive, aber entnervend sorglose Musiklehrer der talentierten Zwillinge, der Anna mit seinem unerschütterlichen Optimismus zu Weißglut treibt, bis sie erkennt, dass auch auf Traumtänzer Verlass sein kann. Die Meinung der Jury. Viel Zartgefühl und Realismus findet man in diesem Roman in Verbindung mit einer fein gesponnenen Liebesgeschichte. Ein aktuelles und ernstes Thema mitten aus dem Leben wird hier humorvoll, frisch, packend und mit viel Lokalkolorit erzählt. Dabei steht der Hauptfigur eine Bandbreite voll sorgfältig ausgewählten Personal bei, an den sie sich reiben, stoßen, abarbeiten, aber auch wärmen kann. Jede noch so kleine Nebenfigur könnte auf die große Bühne treten. Und eine tut es dann auch, um mit Anna nach dem Glück zu greifen. Lesevergnügen pur. Christina Günack, Die Liebe kommt auf Zehenspitzen. Wenn sich die Liebe leise ins Leben schleicht. Ganz unverhofft erben Autorin Lucy, die an einem Liebesroman schreibt, und Klinikarzt Ben, der an Panikattacken leidet, einen alten Bauernhof. Nur dumm, dass sie sich eigentlich nur flüchtig kennen. Aber weil Lucy dringend eine Bleibe und Ben eine Auszeit braucht, ziehen sie in die ländliche Idylle eines kleinen Dorfs. Gemeinsam, aber nur als Freunde versteht sich und bloß auf Zeit. Doch das Leben und die Dorfbewohner haben andere Pläne mit ihnen. Die Meinung der Jury. Eine Liebesgeschichte, die auf Zehenspitzen kommt und ganz langsam das Herz der Lesenden erobert und es nachhaltig berührt. Sanft und angenehm kommt dieser Roman daher, in einer Sprache, die ebenfalls auf Zehenspitzen dahertänzelt, gespickt mit wunderbar poetischen Elementen, die die leichte, flatternde Grundstimmung untermalen. Ein ganz besonderes, unvergessliches Leseerlebnis. Anna Liebig. Das Winterkarussell. Erschienen bei Blanc Vallée. Ein nostalgisches Karussell im Schnee. Verlorene Träume und ein Neuanfang. Nachdem die 15-jährige Antonia ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich bei ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die Annäherung zwischen dem mürrischen Greis und dem Teenager gestaltet sich schwierig, bis Antonia ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem nostalgischen Fahrgeschäft und eines Abends beginnt der Großvater schließlich zu erzählen. Von damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterblich verliebte. Die Meinung der Jury. Ein originell und warmherzig geschriebenes Wintermärchen, in dem Großvater und Enkelin erst dann zueinander finden, als die junge Frau in der Scheune ein altes Karussell entdeckt und der Opa zu erzählen beginnt. Von seinem jugendlichen Schaustellerleben und einer großen Liebe, die er nie vergessen konnte. Bewegend, wärmend, eine Geschichte voller Hoffnung und Gefühl, die man nicht nur einmal, sondern immer wieder genießen kann. Maria W. Peter, Eine Liebe zwischen den Fronten. Wenn aus Liebenden plötzlich Feinde werden. Berlin, 1870. Die Französin Madeleine und der junge deutsche Arzt Paul feiern gerade ihre Verlobung, als eine schreckliche Nachricht ihre Pläne durchkreuzt. Zwischen Preußen und dem französischen Kaiserreich ist der Krieg ausgebrochen.
Überstürzt brechen Madeleine und ihr Vater in ihrer Heimatstadt Metz auf. Paul muss als preußischer Militärarzt zurück zu seinem Regiment nach Koblenz. Von nun an Feinde zu sein und auf unterschiedlichen Seiten zu stehen, ist für Paul und Madeleine unerträglich. Kann ihre Liebe den Krieg überstehen? Ein packender historischer Roman über das Schicksal dreier Familien, die der deutsch-französische Krieg auseinanderreißt. Mit vielen Schauplätzen in Deutschland, Lothringen und dem Elsass. Die Meinung der Jury. Ein opulenter, gut recherchierter Roman, bildgewaltig, herzlich und so nah an der Realität, dass man nicht anders kann, als mitzufiebern. Die Geschichte des deutsch-französischen Krieges wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Dabei werden seine Auswirkungen auf das Leben und die Liebe Einzelner heruntergebrochen. Liebende, die sich trennen, Liebende, die sich finden, Liebende, die sich ins Schlachtentümmel begeben und Liebende, die zu Feinden werden. Der Mensch inmitten der Weltläufe. Ein Epos, fesselnd, mitreißend, lehrreich. Charlotte Roth, die Königin von Berlin, erschienen bei Drömer. Ein aufregender Roman über Carola Neher, eine der schillerndsten Schauspielerinnen der Weimarer Republik. Von der Bestseller-Autorin Charlotte Roth. Wo sie auftritt, jubeln die Menschen der geheimnisvollen Carola Neher zu. Die Theater reißen sich um sie. Berlin liegt ihr zu Füßen in jenen letzten Jahren der Weimarer Republik. In durchfeierten Nächten verdreht sie einem berühmten Mann nach dem anderen den Kopf. Doch im Herzen bleibt sie allein. Das ändert sich, als sie dem Dichter Klabund begegnet. Ein Suchender und ein Getriebener wie sie selbst. Ausgerechnet sie, die begehrte Femme Fatale, verliebt sich in den scheuen, zurückhaltenden Dichter, der von der gleichen inneren Glut verzehrt wird wie sie selbst. Was keiner für möglich gehalten hätte, tritt ein. Sie heiratet ihn. Doch eine brave Ehefrau wird Carola nicht, denn schon bald lockt sie das wilde Leben und die Künstler Berlins, darunter Bertolt Brecht, der ihr die Chance ihres Lebens bietet. Die Meinung der Jury. In diesem Roman gelingt es der Autorin mit Leichtigkeit, ihre Leserinnen und Leser in den Sog ihrer Geschichte zu ziehen, die sich auf zwei Erzähl- und Zeitebenen gekonnt entspinnt. So entsteht vor dem inneren Auge ein Film, dem man sich nicht entziehen kann, weil alles darin enthalten ist, was eine gelungene Erzählung ausmacht. Witz und Wendigkeit, das treffsichere Gefühl für den passenden Rhythmus und eine Sprache, die sich zwar nie aufdrängt, aber sich doch ihrer Mittel bewusst ist und zu umgarnen weiß. Eine Lebens- und Liebesgeschichte in einer ganz besonderen Epoche. Eine mitreißende Biografie über eine ganz besondere Frau. Susanne Rubin, die Erben von Gut Lerchengrund. Das bewegende Schicksal zweier Familien und ein Geheimnis, das beide für immer verbindet. Norddeutschland, 1998. Gerlinde und Heinrich von Grotenlohe führen auf dem idyllischen Gut Lerchengrund vor den Toren Hamburgs eine harmonische Ehe. Gerlinde genießt das Gutsleben und ihr geliebter Mann nimmt sie als gleichberechtigte Partnerin ernst. Als Heinrich unfreiwillig zum Mitwisser des Geheimnisses seines Nachbarn Wilhelm Brodersen wird, sieht Gerlinde die Chance auf einen Aufstieg gekommen. Das Paar trifft eine folgenschwere Entscheidung, die das Leben beider Familien für immer verändert. 1952. Heinrichs Enkelin Sinje übernimmt die Leitung des Gutshofs. Sie und ihr Nachbar, der Tierarzt Tim Brodersen, fühlen sich stark zueinander hingezogen. Doch es scheint, als versuche jemand um jeden Preis, die Verbindung zwischen den beiden zu verhindern. Die Meinung der Jury.
Ein Roman zum Wohlfühlen und Mitfühlen über zwei Familien, drei Generationen und ein Schicksal, das sowohl verbindet als auch trennt. Emotionen und Geheimnisse werden hier so gekonnt miteinander verwoben, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Eine Saga voller Dramatik mit einer bewegenden Liebesgeschichte, die noch lange nachwirkt. Paula Seifert. Saale Premium. Stürme über dem Weinschloss. Erschienen bei Goldstein. 1880. In Freiburg zwischen Saale und Unstrut wird im Kaiserreich der beste Sekt gekeltert. Anne ist in den Weinbergen ihrer Familie aufgewachsen. Sie träumt davon, sich etwas Eigenes aufzubauen. Ihr Vater erwartet viel von seiner gescheiten Tochter, auch Gehorsam. Als Anne sich in Clemens verliebt, ahnt sie nicht, dass er zu den ärgsten Rivalen ihres Vaters gehört. Doch Anne kann ihre große Liebe nicht aufgeben und fordert damit das Schicksal heraus. Die Meinung der Jury. Das Schicksal zweier Frauen wird in einer gelungen komponierten Geschichte detailreich und in einer leichten, süffigen Sprache erzählt. Beide Liebes- oder auch Leidensgeschichten in diesem Roman werden so geschickt miteinander verwoben, dass sie einander kommentieren. Ist das Glück der einen strahlender im Schatten des Unglücks der anderen? Ist der gesellschaftliche Status der einen mehr wert, wenn die andere sozial ins Wanken gerät? Ein Roman, der berührt und nach mehr verlangen lässt. Ein Gefühl von Hoffnung, Eva Völler, Lübbe. Im Ruhrgebiet des Jahres 59 rauchen noch überall die Schlote, aber die Kohlekrise hat bereits eingesetzt und unruhige Zeiten werfen ihre Schatten voraus. Die junge Buchhändlerin Inge wohnt immer noch in Oma Mines Siedlungshäuschen, ebenso wie ihre 17-jährige Schwester Bärbel, die mit ihrem rebellischen Verhalten häufig für Ärger sorgt. Schon lange steht fest, dass Inge in diesem Jahr endlich ihren Jugendfreund heiraten und eigene Wege gehen wird. Ein wohlgeordnetes Leben liegt vor ihr. Doch dann bahnen sich Konflikte an, die den Zusammenhalt in der Familie auf eine harte Probe stellen. Die Meinung der Jury. Eine berührende und gefühlvolle Familiengeschichte der Nachkriegszeit. Ein herausragendes und ungeschöntes Zeitporträt. Die Autorin nimmt jede ihrer Figuren ernst und folgt ihnen konsequent, doch mit zugewandtem Blick durch die Geschichte. Die Liebesgeschichten in diesem Roman sind vielfältig, unkonventionell, manchmal aber auch ganz gewöhnlich. Doch immer ist die Liebe da, wenn große Entscheidungen anstehen. Liebe ist eben das, was passiert, wenn du eifrig dabei bist, Pläne zu machen. Das ist so greifbar, realistisch und lebensnah, denn ganz gleich, was wir entscheiden, spielt die Liebe dabei doch immer eine große, wenn nicht entscheidende Rolle. Wenn die Botschaft dann auch noch in einer klaren, direkten Sprache, in detailreichen Schilderungen und gespannten Erzählbogen daherkommt, ist der Roman einfach rundherum gelungen. Eva Völler. Ein Traum vom Glück. Erschienen bei Lübbe. Essen. 1951. Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge Katharina Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes gefunden. Aber das Zusammenleben mit der barschen, zupackenden Schwiegermutter auf engem Raum fällt der lebenshungrigen Frau schwer. Sie will ein besseres Leben für sich und ihre beiden Töchter. Mit
trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem ärmlichen Umfeld zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten Kriegsheimkehrer Johannes. Die Meinung der Jury. Die Autorin schickt uns an der Seite ihrer Heldin Katharina auf Zeitreise in das Essen der Nachkriegsjahre. Ihre Liebe und ihr Begehren brechen sich an den moralischen Vorstellungen der Zeit. Wen darf ich lieben? Bei wem muss ich bleiben? Mit wem darf ich mich treffen? Hier wird eine Frau gezeichnet, die Männer lieben und die Männer liebt und genießt. Sie probiert sich aus und weiß, was zu tun ist, wenn es nicht mehr passt. Wie wohltuend, wie realistisch. Ein Sittenbild, das in einer klaren Sprache daherkommt, mit detailreichen Schilderungen und so bunt, dass die Figuren zu Freunden werden. Tatjana Weiche, bis dann, ich lieb dich. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? 10 Jahre Ehe, doch vom gemeinsamen Lebensglück sind nur zerbrochene Träume geblieben. Als Lara ihren Mann Ben bei einer schwerwiegenden Lüge erwischt, trifft sie eine Entscheidung. Für ein halbes Jahr besteht sie auf einer Pause von der Ehe, um herauszufinden, ob sie überhaupt noch zueinander gehören. Doch während Ben ohne seine große Liebe strauchelt und sich selbst kaum erträgt, lebt Lara auf. Und 6 Monate sind eine lange Zeit. Die Meinung der Jury. Die große Liebe kann jeder. Dieser Roman ist ein Meisterwerk des kleinen Liebesalltags und seiner unzähligen, widerstrebenden Gefühle. Ja, nein, Zweifel, Klarheit, Wollen, Müssen, Begehren und tote Hose. Jedes Wort in diesem Roman trifft, ist auf den Punkt und man fiebert dem Ende entgegen, an dem hoffentlich alles gut wird. Ein fesselndes und zugleich mitreißendes Lesevergnügen. So, die Spannung steigt. Liebe Petra, wir wollen es alle endlich wissen. Wer erhält dieses Jahr den Delia Literaturpreis? Na, du weißt doch, erst muss die Jury mit ihrem Urteil über den Siegertitel zu Wort kommen. Und das tut sie mit folgenden Worten. Man möchte die Figuren in diesem Roman gerne persönlich kennenlernen. Sie werden zu engen Freunden, die man auf der letzten Seite nur höchst ungern wieder verlässt und die garantiert noch lange in Erinnerung bleiben werden. Die Liebe in diesem Roman ist so gut wie alles, was sie nur sein kann. Herzerwärmend, schmerzhaft, aufwühlend, berührend, mal ungewöhnlich, mal ganz alltäglich, mal leise und zurückhaltend oder auch mal packend und fesselnd. Leben und Liebe bedingen einander, stehen sich aber manchmal auch gegenseitig im Weg. In diesem Roman wird diese Dissonanz mit einer klaren, bildhaften und eindringlichen Sprache und mit viel Empathie für die Figuren herausgearbeitet. Gefühlvoll erzählt dieser Roman aus dem echten Leben mit all seinen Hochs und Tiefs und gipfelt in der Erkenntnis, dass die Liebe, ganz gleich wo und wie man sie findet oder lebt, die Grundlage für all unsere Entscheidungen ist. Ja, das klingt wirklich super, liebe Petra. Also wer auch immer diesen Siegertitel geschrieben hat, ich möchte den unbedingt lesen. Und wer ist es denn nun? Wer hat gewonnen? Ja, der Delia Literaturpreis 2021 geht an. Augenblick. Eva Völler für ihren Roman Ein Gefühl von Hoffnung aus dem Lübbe Verlag. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dir ganz herzlich, liebe Eva, und freue mich sehr, dass du diesen Preis gewonnen hast. Wir werden uns natürlich mit dir in Verbindung setzen und besprechen, wann, wo und wie dir persönlich Siegerurkunde und Delia-Statue überreichen können. Alles Liebe und Gute. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Delias, liebe Finalistinnen und Finalisten, das war die Delia-Preisverleihung 2021. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die Bücher eingereicht haben, bei allen Verlagen, die Bücher eingereicht haben. Ganz besonders aber natürlich auch bei Petra Schier als Jurypräsidentin, bei den beiden Jurys, die unheimlich viel Arbeit geleistet haben und
natürlich auch bei allen Mitwirkenden im Hintergrund, die diese Online-Preisverleihung überhaupt möglich gemacht haben. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, dann hoffentlich doch live auf der Leipziger Buchmesse zur nächsten Preisverleihung. Bis dahin, alles Liebe und lesen Sie.